Heute waren die Katzen sehr aufgeregt, weil wir mal wieder ihr Futter gespendet haben. Ich musste den beiden erstmal erklären, dass das in Ordnung ist und dass sie auch mal ruhig was abgeben dürfen. Als wir dann bei der privaten Katzenpflegestelle angekommen sind, hat mir die liebe Beate erzählt, dass sie mal wieder 4 Neuzugänge hat. 3 davon sind Kitten, die einfach im Feld rausgeschmissen wurden. Es wurde eine offene Dose Futter dazugestellt, damit sie nicht sofort verhungern, und der Rest war den Menschen offensichtlich egal. Die Kitten waren am Anfang etwas ängstlich, aber ich durfte trotzdem mich nähern, sie haben mich nicht angefaucht. Es hat ein wenig gedauert, aber irgendwann sind diese Kätzchen noch aufgetaut und haben sogar an meinen Fingern geschnuppert. Eins von den Kitten hat auch Katzenschnupfen. Die Beate kümmert sich aber darum und übernimmt sämtliche Tierarztkosten. Da sie keinem Verein zugehört und alles selbst tragen muss, ist sie über sämtliche Spenden dankbar. Allerdings möchte ich euch trotzdem darauf hinweisen, wenn ihr an ein Tierheim Futter spenden möchtet, dann fragt vorher das Tierheim, welches Futter sie gerne füttern. Viele Tierheime sind mittlerweile aufgeklärt und füttern gar nicht mehr das Zeug mit Zucker und Getreide. Und es kann sein, dass eure Spende einfach entsorgt wird. Außerdem sind Tierheimtiere keine Tiere zweiter Klasse. Wie jede andere Katze haben sie gutes Futter einfach verdient. Im besten Fall fragt man aber das Tierheim vorher, was sie ungefähr füttern und ob man was davon vorbeibringen darf. Und wenn ihr Interesse daran habt, eins dieser Kätzchen zu adoptieren oder alle zusammen, meldet euch bitte bei Beate. Ich habe euch die E-Mail-Adresse in der Beschreibung hinterlegt. Übrigens, dieses Kätzchen hier ist ein Mädchen, was bei roten Katzen sehr selten vorkommt.